Die Startliste über 110 Meter Hürden mit amerikanischen Meisterschaften und schweizerischer und kubanischer Beteiligung. Geht etwas schnell, noch schnell die Zeiten über 400 Meter. 50,85 für Novlene Williams. Das ist Corin Jackson, der ehemalige Weltrekordhalter über 110 Meter Hürden, in charmanter Begleitung hier im Stadion. Das schätzt er. Und Ohuruogo ist nur Vierte geworden mit 51,32, die neue Weltmeisterin. Und das ist der neue Mann über 110 Meter Hürden. Dairon Robles haben Sie soeben gesehen, den Kubaner. Dairon Robles, und das ist der alte Mann mit der Hürde. Alan Johnson, 36-jährig. Und hat hier in Zürich Alan Johnson auch schon oft gewonnen. Fast so oft, wie er Weltmeister geworden ist, könnte man sagen. Und Andreas Kundert, der Schweizer, darf mitlaufen. Der Schweizer Meister auf Bahn 1. Da wimmelt es nur so von schnellen Leuten in diesem 110-Meter-Hürdenlauf. Und zeigt uns hier David Oliver, einen Außenseiter in diesem Rennen. Gehört nicht zu den Top-Favoriten Oliver. Dafür er, Terence Trammell. Adolf Oggi, der ist natürlich auch schon ein kleiner Leichtathletik-Experte. So oft war er schon hier bei diesem Meeting. Unser Adolf Oggi kennst du? Sportbundesrat Adolf Oggi. Hast du sicher auch schon mal die Hand geschüttelt? Ja, bestimmt. Andreas Kundert sicher auch oder bald. Bejubelt vom Publikum von diesen 26.500. David Oliver gleich neben ihm. 13,14 in diesem Jahr, nicht bei den Allerschnellsten. Dann Anver Moore, 13,12. Schnell, aber auch nicht so schnell wie der Mann neben ihm, nämlich Dairon Robles, der Kubaner, mit 13,11. Und das ist der Silbermedaillengewinner, Terence Trammell, der Mann, der in einer großen Meisterschaft einfach nie gewinnen kann, mit Ausnahme in der Halle. Da ist er Weltmeister. David Payne. Am Montag kam das Telefon, am Donnerstag hat er die Bronzemedaille gewonnen in Osaka. Und Alan Johnson, der nicht weniger als 6-mal in Zürich gewonnen hat, zum ersten Mal vor genau 10 Jahren, 1997. Arias Merritt, auch ein schneller Kunde, 13,09 in diesem Jahr. Damit ist er die Nummer 5 auf der Jahresweltbestenliste. Und Ryan Wilson auf Bahn 9 ist die Nummer 3 auf der Jahresweltbestenliste mit 13,02. Ah, da ist die Bundesrätin mitten in den Ehrentribünen, Doris Leuthardt, neben Meetingdirektor Patrick Magyar. Na, die können sich was erzählen, die Aargauerin und der Zuger, der Wahlzuger. Wohnen nicht weit voneinander entfernt, Meerenschwand und Cham. Das ist in der Zentralschweiz. Dairon Robles, Bahn 4, Terence Trammell, Bahn 5, David Payne, Bahn 6. Favoriten, alle drei. Ja, Trammell mit einem super Start. Achten Sie auf den Mann in Schwarz, Dairon Robles, der Kubaner, der Newcomer. Und wo ist Alan Johnson? Vorne natürlich ist Alan Johnson. Robles gewinnt. Dairon Robles gewinnt. 13,15 bei 0,2 Metern Gegenwind. Der junge Mann hat sich rehabilitiert für seinen vierten Platz bei den Weltmeisterschaften. Und auch das ist doch eine herrliche Geschichte. Der 20-jährige Kubaner, der so unglücklich war über seinen vierten Platz, beglückwünscht vom Silbermedaillengewinner Terence Trammell. Und Alan Johnson, der war wieder vorne mit dabei, Alan Johnson. Ja, der hat eine brillante Technik. Natürlich auch immer die Frage, wie kommt er durch? Ich meine, er ist nicht mehr der Jüngste, ich kenne mich da auch ein bisschen aus, aber die Jugend ist hier vorne, muss man klar sagen. Aber so schlecht hat er sich gar nicht geschlagen. Alan Johnson, der dritte von links, schon mal mit einem beachtlichen Start.
und in der Mitte Tramell und Tyrone Robles. Jetzt. Robles wird der nächste Herausforderer von Weltmeister Liu Shang sein. So viel steht fest. Denn der 20-Jährige hat sich in dieser Saison nach vorne gearbeitet. Dann werden wir sehen, Tramell ist Zweiter und Dritter könnte Anver Moore geworden sein. Oder Alan Johnson sogar. Robles, dann Terence Tramell mit 13,22 und Alan Johnson. Also diese amerikanischen Meisterschaften hat ein Kubaner gewonnen. Und auf die Zeit von Andreas Kundert warten wir noch. Chadel Gregorio im Dreisprung. Von dem haben wir noch gar nichts gesehen bis jetzt. Nein, ist auch vom Brett abgesprungen. Also irgendwie hat er schon Probleme. Man sieht auch die Serie, die ist nicht so ganz besonders, nicht so zufrieden. 13,61. Die Zeit von Andreas Kundert. 13,61 Sekunden. Das ist eine sehr beachtliche Leistung für den Schweizer Meister, der nur um 2 Hundertstel hängen geblieben ist im Vorlauf bei den Weltmeisterschaften.